Ja, hallo, ihr seht mich glücklich. Wird schon wieder dicker. Ja, es ist alles wieder da. Das Kleid ist da, die Röcke sind da, alles da. Ja, toll. Und am Sonntag geht's zum Grillen nach Denia zu Stefan und Karin. Und ich freue mich schon. Ja. Jo. Cool. Und ja, habe ich heute gesagt, ja, jetzt habe ich das schöne Kleid wieder, aber jetzt fehlen noch die passenden Schuhe. Und was sagt Claudia? Dann fahren wir Schuhe kaufen. Ja. Frauen und Schuhe. Ja, ich freue mich. Und ich habe heute entdeckt, dass ich noch ein T-Shirt habe aus Madagaskar. Das habe ich damals von einem Angestellten geschenkt gekriegt. Da war gerade die Wahl des Präsidenten. Und das ist praktisch so ein bedrucktes T-Shirt mit dem Präsidenten drauf und so. Dem Marc Rabelomanana. Ja, der ist jetzt irgendwo in Afrika untergetaucht. Die Franzosen haben da Söldner runtergeschickt und da gab es einen Putsch 2009. 2008 oder 9, ich glaube 9, Anfang 2009. Ja, da wurden halt die Leute bezahlt, damit sie gegen den Präsidenten Stimmung machen und so. Und es war ganz böse. Und seitdem gibt es sehr viele Waffen im Land und so weiter. Ja, und der Marc Rabelomanana, der hat eigentlich am Anfang 2003, 2004, hat er richtig gut durchgezogen, aber er hat sich viele Feinde gemacht. Der hat halt stoppen wollen, dass das Land ausgeblutet wird und dass es ausgenommen wird. Und der ganze Reichtum, die ganzen Edelsteinminen und so weiter. In Madagaskar gibt es ja noch den blauen Saphir und was da alles abgebaut wird. Das ging ja alles nach Frankreich. Ne? Das gehörte ein paar Familien, eine Handvoll Familien im Land und. Und der hat eben Exportverbote und gegen die Korruption und so weiter und so fort. Und das war natürlich nicht tragbar. Und da muss er weg, der arme Kerl. Ja, und von dem habe ich noch ein Wahl-T-Shirt. Und ja, ich hole das mal, ich ziehe das mal an. Okay. Ja, hier ist er drauf. Ne?
Und hier hinten steht Tiako Madagasikara. Ich liebe Madagaskar. Cool, ne? Passt noch. Jo. Habe ich mich damals echt gefreut, dass die mir das gekauft haben und geschenkt haben. Ja. Jo. Versteht hier keiner. Ich habe auch noch ein Lamba, also so ein Tuch, was sich die Frauen umwickeln und quasi anstelle von einem Kleid. Also dieses große Tuch und dann wird das hier bloß reingesteckt und so laufen die dann. Und wenn es hier 40 Grad im Sommer sind, im August, dann ist das richtig geil. Sehr leicht, sehr schön. So, ja, das war's zwischendurch. Fotos von meinen Blümchen habe ich gemacht. Ja, traumhaft. Schön, 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 schön. Ich wünsche euch einen genau traumhaften Donnerstag. Und wir müssen noch gucken, dass wir das Zeug von der Apotheke heute kriegen. Und vielleicht bei der Post vorbeifahren. Ja. Bye, bye.